Als Sissi so unschuldig, doch Romy Schneider selbst hatte ein bewegtes Liebesleben. Sie hatte eine Affäre nach der anderen, vernaschte auch gerne mal den Hotelpagen oder den Fahrer. Hier die intimen Details der wunderbaren Romy Schneider. Sie ist wunderschön, glamourös, stilvoll und einfach unsterblich. Romy Schneider ist, ich glaube, eine der schönsten Frauen überhaupt. Sissi habe ich wahrscheinlich in meiner Kindheit 20 Mal gesehen. Hat schon sehr viel Würde, sehr viel Eleganz und sehr viel Charakter. Ich hätte gerne auch noch viel von ihr abbekommen, weil die war schon wirklich sexy und hübsch und verrucht und trotzdem wunderschön zugleich. Romy Schneider, Weltstar, überlebensgroßer Mythos und Stilikone. Ihr Leben hingegen war überschattet von Schicksalsschlägen und unerfüllter Liebe. Wer ist diese faszinierende, charismatische Frau, die bis heute, knapp 30 Jahre nach ihrem Tod, nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat? Das tragische Leben eines unsterblichen Stars. Geboren in einer Schauspielerfamilie ist die Zukunft von Romy Schneider vorherbestimmt. Die ehrgeizige Mutter Magda Schneider treibt ihre Tochter bereits in jungen Jahren zum Film. Romy Schneider erobert als entzückende österreichische Kaiserin Sissi ihre Zuschauer im Sturm. Uta Franz spielt damals Sissis Schwester Prinzessin Nene. Die heute 75-Jährige erinnert sich noch genau an ihre Kollegin Romy. Ich war damals 19 und die Romy war 17. Die Romy war halt in dieser Zeit prädestiniert dafür, weil das war bezaubernd von ihr. Das war diese Natürlichkeit, diese Freude, diese Neuigkeit. Romy Schneiders Mutter Magda spielt auch in den Sissi-Filmen ihre Mutter. Sie erkennt das Talent ihrer Tochter und fördert es, ehrgeizig, zielstrebig. Was glauben Sie, was die genau geschaut hat? Und auch auf sich selbst, dass sie ja gut ins Bild kommt. Was soll denn das bedeuten? Na, war keine sympathische Person. Trotz Riesenerfolgs und einem Gagenangebot von 1 Million D-Mark lehnt Romy den 4. Sissi-Teil ab. Sie will weg vom Image der ewig süßen Kaiserin und vor allem raus aus den familiären Zwängen. Schon hier zeigt sich, Romy ist selbstbewusst und setzt ihren Willen durch. 1958 zieht sie nach Paris und verärgert damit das deutsche Publikum. So eigensinnig und geradlinig einerseits, so widersprüchlich ist Romy Schneiders Leben andererseits. Vor der Kamera ist sie stets hochprofessionell. Ihre einzigartige Ausstrahlung fasziniert Zuschauer und Kollegen gleichermaßen. Mathieu Carrière spielt 1982 in Die Spaziergängerin von Sanssouci an Romys Seite. Es ist ihr letzter Film. Noch heute ist der 60-Jährige von ihrer Aura begeistert. Ich habe ihr manchmal zugeguckt beim Spielen. Das war magisch, was da passierte. Und das war eine Person, die einen berührte und die einen auch veränderte. Sie hat bei der Arbeit alles gegeben. Sie hat auch nicht verborgen, wenn es ihr schlecht ging. In Paris beginnt Romy Schneider Anfang der 60er Jahre ein neues Leben voller Freiheit. Beruflich bekommt sie hier ihre große Chance. Sie beginnt nach Sissi eine zweite Karriere als erfolgreiche Film- und Theaterschauspielerin. Paris war die Chance, wiedergeboren zu werden für Romy. Oder überhaupt geboren zu werden. Und die Franzosen, vor allem die französischen Regisseure, haben sehr schnell kapiert, dass die haben ein Gespür für ihr spezielles Talent gehabt. Paris steht aber nicht nur für neue Rollen, sondern auch für Romys neuen Stil. Niemand anderes als Modeikone Coco Chanel verwandelt die brave Sissi mit ihren unnachahmlichen Designs in die betörende Romy Schneider. Sie hat sich einkleiden lassen von Coco Chanel. Da kann einem nichts mehr passieren. Wenn mich so eine berühmte Frau einkleidet, und die war eben treffsicher und hat genau den Stil von der Romy Schneider erkannt. Der neue Stil unterstreicht das Selbstbewusstsein und die Erotik der Schauspielerin. Mit extravaganten Accessoires, Kopftüchern und Negligés setzt Romy Schneider Trends, von denen sich noch heute Stars inspirieren lassen. Sienna Miller, Jennifer Lopez oder Claudia Schiffer lieben den Romy-Style. Romy Schneider ist eine wunderschöne, verführerische Diva, hat etliche Affären und holt sich Sex, wann und mit wem sie will. Die Stilikone lebt bereits in den 70er Jahren das vor, was heute als selbstverständlich gilt. Romy hat sich
allem in den Arm geworfen, was nicht schnell genug weglaufen konnte. Romy hat versucht, in der Sexualität Liebe zu finden. Wenn der nicht mit ihr ins Bett wollte, dann hat sie sich den Fahrer geholt. Wenn der Fahrer noch arbeitet, dann war es ein Hotelpage. Den Mann fürs Leben findet Romy Schneider allerdings nie. Ihre große Liebe Alain Delon lernt sie in Paris kennen. Ein talentierter, aufstrebender Schauspieler, den sie abgöttisch liebt. Doch Alain bricht ihr das Herz. Nach 5 Jahren lässt er sie für seine schwangere Geliebte sitzen. Seit ich allerdings weiß, dass mir das alles nichts sagt, wenn mein Privatleben nicht stimmt, überbewerte ich einen Erfolg nicht mehr. Es nützt uns alles, es nützt uns dann nichts, uns groß auf Plakaten zu sehen oder unseren Namen in Leuchtbuchstaben. Romy flüchtet sich 1966 in die Ehe mit dem deutschen Regisseur Harry Mayen. Der gemeinsame Sohn David Christopher wird geboren, doch die Ehe zerbricht 7 Jahre später. Auf der Suche nach Liebe heiratet Romy 1975 ihren 11 Jahre jüngeren Privatsekretär Daniel Biasini. Die beiden bekommen eine Tochter, Sarah Magdalena. Nur 5 Jahre später ist wieder alles aus und vorbei. Die hatte ja auch so was Zerbrechliches. Man hat immer das Gefühl, man muss die Frau beschützen. Sie hat nie einen gehabt, der für sie da war. Sie hat lauter Männer gehabt, die sie sich eingebildet hat. Und da fällt man halt auf die Nasen. Romy kann die Enttäuschungen nur mühsam verarbeiten. Sie stürzt sich in ihre Arbeit und betäubt ihren Liebeskummer mit Tabletten, Zigaretten und Alkohol. Psychisch geschwächt erleidet Romy Schneider den nächsten Schicksalsschlag. Sie verliert ihren geliebten 14-jährigen Sohn David 1981 bei einem tragischen Unfall. Davon erholt sie sich nie. Romys letzter Geliebter, Laurent Pétain, findet die 43-Jährige am 29. Mai 1982 tot in ihrer Pariser Wohnung. Gestorben an gebrochenem Herzen. Der Mythos Romy Schneider hat auch knapp 30 Jahre nach ihrem Tod nichts an Faszination verloren. Gewagte Mode, unzählige Affären, Drogen und Alkohol. Die Schauspielerin lebt schon früh vor, was uns heute bei Stars normal erscheint. Sie hat getrunken, gefeiert, hat sich mit den Leuten gestritten, hat sie geküsst, hat sie umarmt, hat sie an sich gezerrt, hat sie von sich gestoßen. Alles, was sie gemacht hat, hat sie sehr selbstbewusst gemacht und ohne Rücksicht auf Verluste. Ihre Schönheit, ihr Stil, ihre Eleganz und ihr tragisches Schicksal machen die große deutsche Schauspielerin für uns für immer unsterblich.